Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video. Eine atemberaubenden Foodtour, die ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte, und zwar auf der Reeperbahn auf dem Kiez in Hamburg. Ich habe mir drei geile Sachen überlegt. Einmal eine außergewöhnlich gute Pizza. Laut Google-Bewertung ist mir aufgefallen, so bei YouTube noch nicht gesehen. Wir werden einen Burger testen. Ich glaube, so liefertechnisch zumindest der beliebteste in Hamburg, soweit ich weiß, und den schlechtesten Döner meines Lebens, den ich bisher gegessen habe und nicht bei YouTube gezeigt habe. Das werden wir machen. Ab geht's erstmal zur Pizza. Habe ich gerotzt schon wieder? Macht nichts. Also um ehrlich zu sein, die Chance, schlechtes Essen zu bekommen, ist, glaube ich, schwierig an anderer Stelle in Deutschland zu... Hör doch auf jetzt. Die Chance, schlechtes Essen zu bekommen, ist, glaube ich, nirgendwo höher in Deutschland als hier auf dem Kiez. Ihr müsst es so sehen, hier laufen fast nur Besoffene rum. Die werden ganz viele Touris, die meisten essen hier nur einmal oder wenn sie besoffen sind. Du kannst hier Cash machen mit Scheiße. Du kannst auch Scheiße Gold machen. Und ja, was wollte ich sagen? Ey, Mann, Alter, was ist heute schon wieder mit mir los? Aber die anderen zwei Spots, die sollen knaftig sein. Die werden jetzt erstmal testen. Ist das ein Esel? Oh, das ist ein Hund, Leute. Guckt euch den mal an. Sagen Sie, darf ich Sie was fragen? Was ist das für ein geiler Hund? Da dachte ich, sage ich Ihnen ehrlich, dachte ich, das wäre ein Esel. Nein, das ist Rüdiger. Oh, kann ich ihn mal anfassen? Ja, klar. Rüdiger, guck mal hier, mein Schatzi. Oh, schönes Tier. Dankeschön, schönen Tag noch, ne? Ich dachte, das wäre ein Esel, ich schwöre es euch. Krass. So, da sind wir auch schon. Pizza, eine kleine Seitenstraße vom Kiez direkt. Eine Minute, oh, wie... Heute ist Stotterhannes am Start. Eine Minute Pizzabande. Ganz unscheinbar, aber krasse Bewertung. Ich blende das mal eben einmal ein. Krass viele Bewertungen, krass gute Bewertung. Vielleicht waren sie alle besoffen, ich weiß es nicht, aber ich gucke mir das selber nochmal an. Guck mal, das hat Stil hier, ne? Hier geil da rein. Ich kann nicht ganz rumschwenken, Leute, weil wir hier drauf achten müssen, dass wir niemanden filmen. Aber eins ist sicher, ganz charismatischer Laden. Richtig geil. Ich filme mir gleich noch ein bisschen die Pizza ab. Coole Jungs, gefühlt auf dem Kiez geboren hier. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Ich habe das noch nie gesehen, wie die Pizza machen. Also er legt die alle übereinander und dann drückt er sie nochmal. Arbeitsersparnis, sagt er. Ja, und ist halt leichter. So, ne? Die drücken sich alle dann gegenseitig so ein bisschen flach. Ganz dünn auch, ganz dünn. Guck mal, sieht man richtig, richtig dünn. Die sehen geil aus. Vielen, vielen Dank schon mal. Geil, ne? Die dampft auch richtig. Die Pizza lebt ganz stark vom Belag. Die Burrata war stark mit dem Granatapfelkern, cremigen Burrata. Dann diese Tomaten wie so auf dem Bruschetta. Und die hat punktuell wirklich auch beim Teig richtig gepunktet. Dann war mal eine Stelle, da war sie ein bisschen dicker, ging es in neapolitanisch. Dann richtig dünn mit dem Käse, perfekter Geschmack. Aber was zur Weltklasse gefehlt hat, war die Konstanz in der Pizza. Dann waren halt auch ein paar Bisse mal gewöhnlich. Und zum Beispiel die zwei anderen Kreationen, bis auf das mit dem Bruschetta, haben mir nicht so gut gefallen. Aber die Pizza ganz stark. Also hätte ich echt sogar, eine 8,3 hätte ich da gegeben. Starkes Ding. Und jetzt geht's zum Burger. Da muss ich nur noch meine restliche Pizza ins Auto bringen. Die gibt's heute mit Freundin. Also wirklich, kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr auf dem Kiez seid. Gönnt euch da bei der Pizzabande diese Bruschetta-Pizza. Ganz stark, ganz stark. Also auch was anderes, wenn ihr Granatapfel kennt. Für die Hamburger absolute Empfehlung. Unbedingt gönnen. Jetzt geht's zum stärksten Lieferservice, was Burger angeht. War ich schon mal, aber soll sich viel getan haben. Sage ich gleich noch mehr zu. Also
sind am Start hier. Lang ist her, ich war mit Evanio damals da und da soll sich viel getan haben. Er soll wirklich stark geworden sein und dadurch, dass er in der Lieferung recht stark ist. Wenn nicht sogar der Stärkste, einer der Stärksten in Hamburg, dachte ich, muss mal. Von den Preisen echt fair. 5,80 Euro, 5,50 für einen Cheeseburger. Double Smash, 8,30 machen wir. Kann mich gar nicht mehr genau an das Mal erinnern. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, gucken uns das an. Ja, und dann guten Hunger. Jetzt fühlt sich so rasant der Laden an. Also kamen zwei Leute hier auf einmal full. Full, 1000 Leute, 1000 Bestellungen, Lieferungen, das ist krank. Jetzt ist gleich mein Burger fertig, bin richtig gespannt. Erst eben draußen, dann komme ich rein, ne? Dankeschön. Guck mal, wie ich mich opfer, Mann. Ich setz mich jetzt ins Nasse hier für euch. Oh, geil. Oh, scheiße. Also ich kann mir vorstellen, viele von euch sagen, sieht nicht so geil aus, aber ich finde es gerade geil, dieses Basic. Einfach nur Bun, Käse, Fleisch. Hat für mich so einen American Fast Food Charakter, feier ich. Ganz interessantes Geschmackserlebnis. So noch nie gehabt. Geruch, erster Biss, Charakter, erstmal so McDonald's-Feeling. 100%. Denn recht fade im Geschmack, dann kommt es ganz intensiv rein. Hintenrum ganz würzig, ganz stark, ganz intensiv, aber erstmal neutral. Ganz verrückt. Jetzt kommt der Ketchup, der Senf, wieder McDonald's-Feeling. Knuspriges, aber zugleich matschiges Bun. Dieses Fade, was am Anfang war, kommt auch nicht wieder. Der Geschmack hält sich immer noch starker McDonald's-Touch. Hier auch die Zwiebeln noch. Also erster Biss war sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Jetzt kann ich wirklich verstehen, dass die Leute den Burger feiern. Nur dieses Sapschige kommt noch um die Ecke. Wenn du Fladi von Goldies fragst, Grüße gehen raus an die Jungs von Goldies. Das braucht ein guter Burger. Das ist Voraussetzung für einen guten Burger. So weit würde ich nicht gehen, aber es ist geil. Es ist ein klarer 8 von 10, nicht ganz rund, erster Geschmack, nicht ganz gestimmt. Über die drei Viertel des Burgers, super. Zum Schluss auch ein bisschen zu bissig, zu würzig, zu intensiv. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Geschmacksverstärker sind. Ich kann es mir bei dem Burger, das ist für mich so das Paradebeispiel für Boom, Glutamatbombe. Nichtsdestotrotz guter Burger. Wir gehen zur nächsten Anlaufstation. Zum schlechtesten Döner meines Lebens. Der klingt richtig nach, also das war so eine ganz unnatürliche Geschmacksexplosion vom Burger eben. Das geht gar nicht raus aus dem Gaumen, aber geil, irgendwo schon, ne? Muss man sagen. Zum Schluss zählt jetzt der Geschmack, den habe ich bewertet. Ja, zum schlechtesten Döner der Welt. Jetzt. Ich muss noch mal kurz Ausschau halten. Der Döner da jetzt, ich habe den aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ich weiß nicht mehr zu 100%, ob der das jetzt ist. Nee, das kann ja nicht sein. Nein, das ist er nicht. Oh, so eine Scheiße, Mann. Och Mann, da hatte ich keinen Bock drauf jetzt zu suchen. Wir müssen weitersuchen. Das ist er nicht. Der war wirklich so grauenhaft, war der. Habe ich noch nie gehabt, dieser Geschmack von den Burger Heroes, der geht nicht raus. Das hat mir alles verbrannt. Ich weiß nicht, das waren 3 Kilo Glutamat oder so. Das war echt, boah. Ich habe noch mal bei Kabel 1 geguckt. Da war ich nämlich bei Kabel 1 mit. Da musste ich alles auspixen, weil es ging wirklich nicht. Du konntest diesen Döner nicht essen. Es ging wirklich nicht. Das war krass. Und ich habe ihn gefunden, Mann. Oh, ich hoffe so sehr für euch, dass ihr... Am liebsten würde ich den zeigen. Soll ich euch sagen, warum? Weil es echt für mich abzocke ist. Und das muss nicht sein. Ich muss mir da noch Gedanken machen. Kann natürlich Ärger geben. Feine Englisch ist das nicht. Was heißt feine Englisch ist das nicht? Das war Betrug. Das war das erste Mal, wo ich sage, Betrug. Scheiße. Mache ich mir keine Freunde mit. Ich nehme meine Worte von eben nochmal zurück. Ich werde den nicht zeigen, den Döner. Außer er wird in Ordnung sein. Ich fühle mich da nicht wohl bei. Aber eigentlich hätte er es verdient. Mal gucken, was gleich bei rumkommt. Hey, my friend. Machst du mir einen Döner mit Kalb fertig? Er hat nochmal gesagt, er will auf keinen Fall das, was gezeigt wird im Internet. Deshalb müssen wir alles verpixeln. Also das nochmal für euch. Also es muss alles verpixelt werden. Wir können leider gar nichts zeigen. Wenn das jemand nochmal sagt, halte ich mich da natürlich. Dann halte ich mich natürlich dran. Da ist der Kollege. Sieht jetzt auch absolut besser aus als letztes Mal, sage ich euch wirklich. Wir wollen mal alle 5 gerade sein lassen. Das Fleisch ist ziemlich schwach. Ne? Denke ich mal, das günstigste vom günstigsten. Brot ein bisschen zäh, Tzatziki vernünftig, aber geschmacklich. Das ist trotzdem tragbar. Es ist absolut tragbar. Wir
fühle mich unwohl beim Essen, wirklich. Ich sage ja mal, Döner, dass er nicht schmeckt, ist wie das leere Tor nicht treffen. Geht aber durch, also wirklich, es geht durch. Ich snack mal eben auf, dann gibt es eine Bewertung. Ja, ich snack nicht auf. Nee, mach ich diesmal nicht. Bin ich ehrlich, weiß nicht, ob der Kopf das mit mir macht. Ich fühle mich nicht wohl beim Essen. Geschmack geht. Eine 4 von 10 kann man dann noch geben. Ja, aber ich fühle mich unwohl. Und deshalb kann ich wirklich nicht weiter essen, bin ich ehrlich zu euch. Scheint der Kopf bei mir zu sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben knallen. So richtig scheppern bei dem Video, würde mich freuen. Gerne einen Daumen oben da. Was laber ich? Er geht ab. Gerne auch ein Abo da lassen. Hat Spaß gemacht, das Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja? Moin, moin, grüß dich, mein Lieber. Ja, danke schön. Würdest du mir weiterhelfen? Ja, natürlich. Mit etwas Wechselgeld? Gar kein Problem, mein Lieber. Aber ich muss noch eine Pistole machen. Ich mache immer so Pistole, weißt du? Eine Pistole? Ja, warte mal, so.